Wir werden im Grunde ein bisschen, man könnte sagen, ein improvisiertes Live-Hörspiel machen. Wir haben starke und mächtige Unterstützung uns geholt von Last Geek Tonight. Vielen, vielen Dank. Ja, das ist Nessie. Ihr werdet gleich sehen, Nessie ist die Mit-Nessie von Last Geek Tonight. Du bist quasi das Herz und der Kern. Wir fragen mal den Christian. Christian! Ja, Christian! Ist die Nessie euer Herz und euer Kern? Die Frage ist dann, was bin ich? Bin ich das Hirn? Oder da habe ich nämlich auch Zweifel. Keine Ahnung. Aber Nessie ist auf jeden Fall das Gesicht. Das definitiv. Und wer hätte das gedacht, dass das mal ein Gesicht ist? Nee, Christian. Ja. Wow, okay. Ist so, ich bin der Buddy. Buddy und der Brain. Nein. Ich hör auf. Und gemeinsam werden wir die Weltherrschaft an uns ich reißen. Sagen, was macht ihr heute Abend? Buddy and the Brain. Ja, und wir holen noch dazu The Voice. Wir haben nämlich, beziehungsweise ihr habt das eingefädelt, dass wir heute tatsächlich Rollenspiel machen mit einer der am besten wiederzuerkennenden Stimmen unter den deutschen Stimmschauspielern. Ich freue mich sehr, dass der Hans-Georg Panschak ja gesagt hat und heute mit uns spielen wird. Ich glaube, alle können sich denken, welchen Charakter du spielst. Lea? Gerne, finde ich gut. Wir können uns spontan eindrehen. Wir hatten zugegebenermaßen ganz langweilig damit gerechnet, dass du Luke Skywalker spielst. Okay. Wenn du dich da ein bisschen reinfühlen kannst in die Rolle. Ich versuch's. Das wäre sehr schön. Deine Aufgabe. Das nicht versuchen, sondern tun oder so? Ja, genau. Ja. Jetzt, mein Meister würde mir jetzt auf den Deckel geben, völlig richtig. Euer Schiff, mit dem ihr eintrifft in dem System, Landeanflug ist kein Problem, das ist alles oft genug geübt. Ihr seid ein sehr guter Pilot und eine gute Pilotin. Und das heißt, ihr findet auch eine von den Sektionen, die ausgewiesen ist als Landebereich. Aber ihr seht direkt schon, dass die ganze Region ziemlich in Mitleidenschaft gezogen ist. Oh, warte, haltet vor, es rutscht. Halt dich fest. Er steht. Ich versuche, ihn festzuhalten, bevor er vom Stuhl rutscht. Ja, das greifst mit deinen kleinen Händen nach ihm. Okay. Ich habe so Mini-Hände, aber ich kann an Stellen mich festklammern. Ja, bitte nicht da. An Fingern. Also, okay. Ich habe ein Stück der Macht gespürt. Lass uns einmal gucken, in welche Richtung wir gehen müssen. Du konzentrierst dich und währenddessen knirscht es leise unter den Füßen von Ipo. Nein, ich stehe. Ich brauche die Ruhe. Lass uns nach Süd-Südost der Doppelsonne gehen. Ich habe ein Knirschen gehört. Was knirscht? Du schaust runter, das war unter deinen Füßen. Und es ist die Schulter und der Oberarm von einem Druiden, der unter dem Schutt halb vergraben ist. Oh, Luke, Master Luke. Was hast du gerade da zertreten? Ich bin auf einen Druiden getreten. Widerstand ist zwecklos. Wer tritt auf meine Schulter? Sag mal, das ist doch eine andere Galaxis. Widerstand ist zwecklos? Das kommt mir sehr aus Star Trek bekannt vor. Master Luke, Star Trek? Nein, es hat gesprochen. Hat es gesprochen? Ich höre, das war der Droide gerade. Oh, Widerstand ist nach wie vor zwecklos. Grabt, ihr Narren. Wir kommen in Frieden. Und möchten gerne von dir erfahren, ob du irgendjemanden hier kennst, der besondere Kräfte hat. Ich gebe erst Auskunft, wenn ihr mich ausgegraben habt. Dann grab bitte. Ich komme zurück auf meine vier Hände. Eben, du hast doch vier. Ich grabe und grabe.